Let's Play Stranded Deep mit dem Darky Priest in der Season 2. So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Stranded Deep mit dem Darky Priest. So. Also ich bin ja wie versprochen einmal schon zu meiner Hauptinsel gefahren, habe da was abgegeben. Bin dann nochmal losgefahren, habe dann die Insel nicht getroffen. Ja, und jetzt bin ich hier. Und jetzt werdet ihr nicht glauben, was ich gerade gefunden habe. Wally. Ich habe meinen Wilson. Und in dem Tank hier auf der Insel habe ich ja ein Tube Air. Also eine Flasche, also ne? Atemflasche. Was ja auch nicht so schlecht ist. Muss man eben suchen. Weil ich werde mir jetzt hier noch ein Dings, eine Richtungspfeil legen, weil ich weiß, wo ich herkam. Damit ich einfach später... Ja. Hier gibt es ja jede Menge Wracks. Also hier gab es den... Haben wir hier drei Fracks. Das Problem ist nur, ich habe jetzt hier gar nichts dabei und brauche dringend Essen. Ich werde mir jetzt hier nur eben alles zusammensuchen und dann erstmal die Insel wieder verlassen. Aber dann merke ich mir das einfach, wo es die Wracks gab. Weil das hier ist nämlich scheiße weit weg. Hat mich auch während dem Ruder noch gewundert, dass das hier so weit weg ist, aber... Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Gut, also hier scheint es nichts mehr zu geben. Die Wracks machen mir ja schon an, ne? Aber ohne Speer, ohne alles ist es ein bisschen hart. Wo ist denn mein Floß? Da ist es ja. So, und zwar ist die kleine Insel meine Insel. Also cool. So. Cool. So. Und cool. So. Also ich denke mal, ich muss auf die hier drüben. Deswegen. Kuh. Ah, nix Kuh. Hüpf. Irgendwie sieht mein Raft auch ein bisschen arg platt aus. Ich weiß jetzt nicht mehr. Oh, ich will auf keinen Fall meinen Wilson verlieren. Halt, dann mache ich das mal anders. Dann safe ich doch jetzt. Auf keinen Fall meinen Wilson verlieren. Also hier gibt es jede Menge Wracks. Nur eben ohne Speer, Leute, da tauche ich nicht. Weil es macht keinen Sinn. Warum geht denn das manchmal nicht? Drück doch schon. Jetzt bevor der Nebel auftaucht, wirst du jetzt bitte das machen, echt. Ey, tu mir doch den Gefallen, echt jetzt. Tut's einfach nicht, ich weiß nicht warum. Ach, jetzt ärgere mich doch nicht.
So könnte es jetzt aber auch ein Jahr hier länger dauern. Ah, so. Warum bleibt er dann? Boah! Und nein, es gab kein Update. Es war Eva. Aber 3 Minuten hat es noch funktioniert. Du gehst jetzt echt. Boje. Was mich ein bisschen irritiert. Ah, das sieht ja schon verdammt nach abgeholzt aus. Also ich glaube, ich bin hier richtig. Warum geht er immer bloß einen Zug und dann hört es auf? Ich verstehe es nicht. Ach Leute. Toll, jetzt habe ich gedacht, hier spare ich hin und her rudern. Ach, jetzt geht's wieder. Nee, also ernsthaft, ich habe jetzt gedacht, ich erspare euch das hin und her rudern. Weil die muss ja gleich um die Insel rum. Soll das denn? Das ist ja auch die falsche Insel. Okay, aber hier war ich anscheinend auch schon. Gut, eigentlich kann man Steine ja nie genug haben. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, mir geht es auch nicht so gut. Ich habe Hunger. Hier war. Ah, nichts mehr zu essen, ne? Die große Insel ist es. Gut. Ah, jetzt geht's wieder. Ja gut, Steine schaden jetzt ja auch nicht, weil da kann ich vielleicht sogar zwei Lagerfeuer bauen, da kann ich nämlich schneller kochen. Es frustriert mich jetzt, dass ich die Insel nicht mehr finde. Das ist echt ein riesengeiles Markenzeichen, diese zwei Palmen. Darf ich ja nie fällen.
Na gut, langsam bekommt mein Körper ein bisschen Hunger, ne? Aber ich habe vorhin bei der letzten Tour ja schon einige Kokosnüsse mitgenommen. Von dem her. Von dem her. Ist das noch im grünen Bereich? Wilson? Wie ihr seht, war ich schon hier. Also ich habe nicht gelogen. Jetzt brauche ich bloß eine Axt. Eine Axt. Eine Axt. Die liegt da hinten, ne? Oh, hier sind ja auch schon genug Steine. Ach, wo ist denn wieder die Axt? Ja, jetzt langsam brauche ich halt eine Axt, ne? Wo ist denn die scheiß Axt hin? Oh, da crafte ich mir halt eine her, echt. Manchmal stellen sich schon an die Typen. E. Q. Q. Und hier. E. Q. Eine Axt, siehst du, E. Wollte aber langsam was essen hier. Essen, 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 essen. Nein, ich will nicht. Jetzt gibt's was zu trinken. Cool. Ey, was ist denn? Cool. Ja, ich weiß, dass ich Hunger habe. Ich bin ja schon am Essen. Jetzt bitte. Zwei, drei, vier. So, jetzt kriegst du was. Jetzt kannst du zufrieden sein. Jetzt gibt es hier richtig schön vier Kokosnüsse. Wenn wer danach noch hungrig ist, der hat irgendwie. Na, siehste. Also, wie ihr seht, ich war wirklich schon hier. Ah, ich muss aber gerade sagen, da ich ja sowieso auf meiner Insel bin, kann ich mir hier eben den Yucca abbauen, weil der braucht ja immer ein bisschen Weile, bis er wieder, ne, ist, sollte ja, glaube ich, für jeden bekannt sein. Kartoffel gibt sie auch schon wieder. Na, die wächst noch.
Weil dann ist es nämlich nicht die mittlere, sondern die da drüben. Aber die mittlere habe ich jetzt gefunden mit den Wracks. Also da würde ich auch sagen, die lasse ich dann bei den Wracks. Essen wir die auch noch kurz. Gut. Na gut. Kuckuck. Legen wir die auch hier hin. Kuh. Also schön, dann fahren wir noch einmal. Die. Also die hier ist das mit den vielen Wracks. Dann fahre ich jetzt mal hier rüber. Natürlich regnet's. Ach, jetzt komm, weißt du, gehst mir jetzt auf den Nerven. Ah, jetzt geht's wieder. Na, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verfranst. Ich habe halt meine Maus jetzt gar nicht bewegt und ich hoffe, dass ich immer noch geradeaus hier richtig fahre, ne? Hier unten sind lauter Schiffe. Mit einem offenen Gummiboot bei Regen auf dem Ozean rumzufahren, ohne zu wissen, wohin, macht nicht sehr viel Sinn. Und jetzt sperrt natürlich YouTube gleich schon wieder die Monetarisierung. Das habe ich ja das letzte Mal auch gehabt. Ja, das werden wir machen. Weil der Regensound geschützt ist. Nicht, dass ich nicht mein eigenes Wort verstehe. So laut wie dieser Regen auf meinen Headphone ist. Aber naja. Gibt es hier irgendwo ein Hai oder höre ich das nur im Hintergrund oder was ist da? Boah, das letzte Mal auch so höllenweit. Oder habe ich mich jetzt total verfranst und kann gleich nochmal laden? Das Schöne ist, ich habe meinen Wilson. Endlich habe ich einen Wilson. Boje. Na, Boje ist falsch.
Komm, ich finde hier nie wieder zurück. Jetzt habe ich's versaut. Blub. Nee, würde ich sagen. Dann lade ich neu. Bye bye und bis zum nächsten Mal bei Let's. Ach, war halt das letzte Mal Blödsinn. Also muss ich erstmal. Nee, dann mache ich kurz einen Break. Bis gleich. So, hallo und willkommen zurück. Ja, ich habe es dann doch mal geschafft, hier neu zu laden. Was das Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, auch da ist. Guck mal, nochmal ein Wrack. Ich bin jetzt wieder auf dieser Insel, wo viele Wracks hatte. Das Problem ist, ich weiß aber nicht, wohin ich zurück muss. Ich meine auf die weit entfernte Insel hier. Also nicht die, sondern die unter dem Mond. Auch nicht die, sondern noch eine weiter östlich. Aber ich fahre jetzt mal hier hin. Wie auf der schon war. Naja, das mit dem Regen war nicht so unbedingt der Hit. Zum Glück gibt es Safe Games, echt. Boje. Schon wieder eine Boje. Hier sind lauter Haie da unten. Oh. Also Sharky Sharkman spielt gerade mit meinem Bötchen. Okay, ja, ich weiß, wo ich bin. Hier gibt es so auch noch was zum Mitnehmen, Steine und so. Das war doch genau die, wo ich vorhin war. Jetzt frage ich mich aber gerade. Warum ich diese dämliche Insel nicht mehr finde. Ach, ist ja gut jetzt. Ich bin auf. Okay. Gibt's hier was zu essen? Nee, ne? Aber ich nehme hier einfach die Yokas noch mit. Flying Yoka auch noch. Lashings brauche ich genug, also brauche ich wirklich viele. Ist das jetzt unter Wasser oder ist es Bodennebel oder was ist das? Oder was ein Grafikfehler? Hier nicht letztes Mal einen ganzen Haufen Yucca?
So. Nochmal den Pfeil anschnorren. Das hier. Hä? Doch schon das hier, ne? Das da. Ja. So, jetzt fahre ich hier noch hin. Irgendwie eine verkorkste Folge heute. Sorry, tut mir leid. Naja. Ja gut, kann ja nicht jeden Tag so gut klappen, wie es eben sollte, ne? Was ist das denn da unten? Flieger? Ist dort ein Flugzeug? Nee, muss ich es aber auch wirklich sagen, ich bin jetzt leicht gefrustet. Ich weiß jetzt nämlich gar nicht, wie ich zu dieser Insel komme, wo ich gerade den ganzen Käse gerodet habe. Also man heißt gerade vor einer Folge. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich gucke jetzt einfach auf YouTube nochmal. Also gut. Schmeiß das noch hier rein und sage. Grafikfehler. Also, bye bye und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Stranded Deep mit dem Grafikfehler und dem Darky Priest. Bis dann, tschüssen, Dankeschön.